Knobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich komme auch so aus einer Generation, wo man noch gemeint hat, man kann mit Pillen alles heilen. Und jetzt ist die Tendenz einfach, dass man erkennt, die Natur, die kann uns so viel geben und dann brauche ich die Chemie nicht. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer. 2 in 1. Erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend. Weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Im Elsterwelle Fernsehen. Jetzt noch günstiger. 2:1 heißt das Motto im Januar und Februar. Das heißt, 2 Wochen werben und nur eine bezahlen. Sie können so weit mehr als 60.000 Ihrer Kunden in Kamenz, Bernsdorf, Bergen, Laubusch, Schwarzkolm und der Stadt Hoyerswerda mehrmals täglich erreichen. Anruf genügt. 03571 42540. Hoyerswerda 42540. Elsterwelle, wir bringen Sie ins Fernsehen. Das Team der logopädischen Praxis Schreiber sagt Danke für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen Patienten sowie den Ärzten und Schwestern einen guten Start ins neue Jahr. Logopädische Praxis Schreiber. Auch im neuen Jahr die Spezialisten zur Behandlung von Sprach-, Stimm-, Sprech- und Schluckstörungen. Hoyerswerda Altstadt, Schulstraße 15, im Haus der Konrad-Zuse-Akademie und in Königswartha, Kastanienring 31. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz in Ihrem Elsterwelle-Fernsehen. Traditionell wird zum Jahresbeginn der Lausitzer Almanach vorgestellt. Mit der inzwischen 10. Auflage veröffentlicht die in Kamenz ansässige Autorengruppe auch in diesem Jahr Erinnerungen und Geschichten der Region. Florian Glatter mit Einzelheiten. Er ist 304 Seiten dick. 200 Abbildungen sind in der Jubiläumsausgabe Nummer 10 zu finden und 33 Autoren, unter ihnen 13, die das erste Mal veröffentlichen, steckten all ihre Arbeit in den Lausitzer Almanach. Wir arbeiten ein ganzes Jahr mindestens daran, um dieses Buch auf den Weg zu bringen. Da sind viele Redaktionssitzungen erforderlich, um jeden einzelnen Beitrag durchzusprechen. Da muss Korrektur gelesen werden, da geht es ums letzte Komma, da geht es um Inhalte und Rückfragen. Bildnerische Reflexion zu Lessing, wie die der berühmten Ringparabel, aber auch viele Fabeln von Lessing werden in der Publikation aufgegriffen. Auch sonst sind die Themen vielfältig. Die Spannweite reicht vom Jagen in der DDR und heute bis zum Wolf als Fluch und Segen der Region. Das ist das gesamte Allerlei, was wir eben drin haben. Durch viele Rubriken sprechen wir viele Leute an. Manche haben uns gesagt, das ist was Kurzweiliges. Das legen wir uns auf den Nachttisch. Und wenn wir abends mal nicht schlafen können, machen wir die Lampe an und da lesen wir mal so eine Geschichte. Am nächsten Abend oder eine Woche später die nächste Geschichte. Es sind sozusagen gute Nachtgeschichten, die jedoch oft ins Detail gehen. Sie regen dank ihrer Tiefgründigkeit zum Nachdenken an. Zudem vermitteln sie Wissen, zum Beispiel über ortsansässige Unternehmen wie die Wohnungsbaugenossenschaft Kamenz und Sachsenfahren. Oder es werden Erinnerungen wach vom Eigenheimbau in der DDR. Ebenfalls werden unvergessene und unvergessliche Personen der Lausitz porträtiert. Dazu gehören der Kamenzer Philosophiehistoriker Manfred Buhr, die sorbische Patriotin und Publizistin Maria Grollmus und der aus Pulsnitz stammende Agrarwissenschaftler Julius Kühn. Durch einen Zufall wurde auch der Pädagoge Berthold Hartmann ausgewählt.
denn in einem alten Mietvertrag tauchte sein Name auf. Nach kurzer Recherche stellte sich heraus, dass der spätere Oberschulrat und Bezirksschulinspektor die erste wissenschaftliche Untersuchung zu den Grundvoraussetzungen eines Schuleintrittes veröffentlichte. Wer weiß denn schon, wer jetzt zum Beispiel der Bezirksschulinspektor war, der hier mal vor 100 Jahren wirkte? Das weiß im Grunde genommen kaum jemand. Wir holen das hoch, wir bringen das in den Almanach, weil wir ja eine reiche Leserschau haben. Und das sind Multiplikatoren, die reden drüber, sagen, Mensch, hast du das schon gewusst? Und so weit geht das dann. Und das bringt uns eigentlich dann den Vorteil, die Leute sagen, Mensch, wenn der nächste Almanach kommt, den wollen wir haben. Mal sehen, was die da wieder drin haben. Das ist eigentlich der Zusammenhang. Die Leute dem Vergessen zu entreißen. Erstmals erinnert man sich auch an Kirchengeschichte. Wir haben diese Rubrik neu eingeführt, weil wir der Meinung sind, drei Beiträge in einem Almanach ist eine Rubrik wert. Ja? Und Rubriken richtet man ein, wo das regelmäßig kommt. Und ich habe schon wieder einen neuen Beitrag von dem Autor bekommen, der will, dass es weitergeht. Wer jetzt Lust auf die Hülle und Fülle der regionalen Geschichten hat, der kann das Buch unter 03578 31 22 60 oder auf der Internetseite www.lausitzer-almanach.de bestellen. Des Weiteren ist die 10. Auflage des Almanachs in vielen Buchhandlungen erhältlich. Aldi Nord gibt sein Logistikzentrum im Gewerbegebiet Naht in Hoyerswerda auf. Wir berichten gleich. Jetzt berufsbegleitend studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Sozialpädagogik, Medienmanagement und Betriebswirtschaft. Attraktive Fernstudiengänge mit international anerkanntem Hochschulabschluss der renommierten Hochschule FHM Bielefeld. Und mit dem Vorteil aller Prüfungen und Lehrveranstaltungen vor Ort im FHM-Prüfungszentrum Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Jetzt informieren unter zusag.de oder einfach anrufen. Hoyerswerda 2090-55 und beraten lassen. Schauen wir uns die nächste an. Zu Hause ist einfach, wenn der Immobilienpartner für jedes Bedürfnis das passende Eigenheim findet. Berufsbegleitend Sozialpädagogik, Medienmanagement oder Betriebswirtschaft studieren an der Konrad-Zuse-Akademie Hoyerswerda. Alle Infos dazu unter zusag.de oder telefonisch Hoyerswerda 20 90 65. Die Via Regia Modellausstellung macht ab Montag Station in Kamenz. Neun Bauwerke der historischen Handelsroute sind dann im Malzhaus ausgestellt. Unter anderem die Synagoge in Breslau, das Weithaus in Görlitz, Schloss Kropnitz und das Lutherhaus in Eisenach. Und wir machen weiter mit den Kurznachrichten des Tages. Aldi Nord gibt sein Logistikzentrum im Gewerbegebiet Naht in Hoyerswerda auf. Wie es in einer Mitteilung der Unternehmensgruppe heißt, sei diese Maßnahme Teil einer Neuordnung im Süden Ostdeutschlands. Betroffen von der Schließung sei neben der Regionalgesellschaft Hoyerswerda auch Körnern in Sachsen-Anhalt. Wie viele Mitarbeiter ihren Job verlieren oder in anderen Unternehmensgruppen weiterbeschäftigt werden, ist nicht bekannt. Vom Hoyerswerda Logistikzentrum wurden in den vergangenen 20 Jahren alle Aldi-Filialen rund um Hoyerswerda und darüber hinaus im Raum Cottbus, Görlitz, Zittau und Finsterwalde versorgt. Die Polizei in Bischofswerda sucht Zeugen, die einen verstorbenen Mann identifizieren können. Drei Spaziergängerinnen haben ihn am Donnerstagnachmittag in einem Gebüsch in der Nähe des Goldbacher Weges entdeckt. Der Leichnam lag im Unterholz an der sogenannten Blauen Brücke. Am Toten und im Bereich des Fundortes fanden sich keine Spuren, die auf eine äußere Gewalteinwirkung schließen lassen. Der Verstorbene war etwa 55 bis 65 Jahre alt und rund 1,80 Meter groß. Er ist von dünner Gestalt, hatte eine Stirnglatze und graue, glatte, etwa 20 cm lange Haare. Auf dem linken Unterarm trug er ein tätowiertes Kreuz. Hinweise nimmt das Führungs- und Lagezentrum der Polizeidirektion Görlitz telefonisch unter 035
0581 46 81 00 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. Einen Unfall gab es am frühen Freitagmorgen auf der Heinrich-Heine-Straße in Hoyerswerda. Der 24-jährige Fahrer eines Transporters war offenbar zu schnell unterwegs und kam in einer Kurve von der glatten Fahrbahn ab. Dort stieß das Fahrzeug gegen einen Zaun und einen Baum. Der 22 Jahre alte Beifahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. Unbekannte sind in der Nacht zum Donnerstag in Hoyerswerda in mehrere Keller eines Wohnhauses an der Schildstraße eingebrochen. Nach einem ersten Überblick wurde ein Mountainbike der Marke Bulls im Wert von etwa rund 1.000 Euro gestohlen. Der verursachte Schaden beträgt noch einmal 1.000 Euro. Der Kriminaldienst des Polizeireviers Hoyerswerda ermittelt. An der Autobahnraststätte Freinhofener Eck sind erneut diverse Lkw-Ladungen gestohlen worden. Nach bisherigen Erkenntnissen waren in der Nacht zum Freitag bei 7 Lastern die Planen aufgeschnitten worden, um an die Fracht zu gelangen. In einem Fall sind etwa 70 fabrikneue eingepackte Fahrräder vom Sattelauflieger verschwunden. Der Verlust und die Beschädigung an den Fahrzeugen summieren sich auf etwa 30.000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Die Vogelhochzeit wird in diesem Jahr auch im Zoo und Schloss Hoyerswerda gefeiert. Am 21. und 22. Januar erfahren die Besucher im Schloss Wissenswertes über den sorbischen Brauch und können kreativ tätig werden. Bei einer Führung durch den Zoo werden spannende Geschichten, wie Vogelmännchen tatsächlich ihre Frauen finden, wie die Vögel wirklich heiraten und was in den Vogelfamilien dann passiert, erzählt. Um eine Voranmeldung unter 035 71 43 63 700 oder per E-Mail an zoo@zookultur.de wird gebeten. Die Kinderlandkarte Sachsen ist neu erschienen. Sie listet, übersichtlich nach Landkreisen sortiert, knapp 70 Attraktionen für die ganze Familie auf. Damit sollen Kinder und ihre Eltern ihre Heimat noch besser entdecken, erklärt Sozialministerin Barbara Klepsch. Zusätzlich zu den Ausflugszielen finden sich auf der Karte die Adressen von Planetarien, Schmalspurbahnen, Besucherbergwerken, Klettergärten, Bädern und Tierparks. Bestellt werden kann die Kinderlandkarte kostenfrei beim zentralen Broschürenversand der sächsischen Staatsregierung unter publikationen.sachsen.de. Sachsens Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt hat die 10. Ausgabe des Landeswettbewerbes Unser Dorf hat Zukunft gestartet. Teilnehmen können Orte mit bis zu 3.000 Einwohnern. Musterdörfer werden nicht gesucht, im Mittelpunkt stehe vielmehr das Engagement der Bürger, die Entwicklung ihrer Gemeinde voranzubringen. Auf die Sieger warten attraktive Preise bis zu 5.000 Euro. Der Wettbewerb Unser Dorf hat Zukunft läuft über 3 Etappen in den Landkreisen im Jahr 2017, im Landesvergleich 2018 und auf Bundesebene im Jahr 2019. Ansprechpartner für die Kreiswettbewerbe sind die Landratsämter. Anmeldeschluss ist der 5. Mai. Die Teilnahmebedingungen und weitere Informationen stehen auch im Internet unter ländlicher-raum.sachsen.de/Dorfwettbewerb zur Verfügung. Am Sonntag starten die Männer des LHV in die Rückrunde der Sachsenliga-Saison. Dabei führt sie der Weg zum SV Coweg Görlitz. Die Neiße Städter spielten eine durchaus tolle Hinrunde. Trotz vieler Abgänge und veränderten Kader stehen sie mit 14:8 Punkten auf einem sehr guten 4. Tabellenplatz. Der LHV will sich davon aber nicht beeindrucken lassen und Konzentration sowie Disziplin auf die Platte bringen, erklärt Trainer Conny Böhme. Anwurf in der Jahn-Sporthalle Görlitz ist am Sonntag um 17 Uhr. Mit unserem zweiten Teil des Versprecherrückblickes sorgen wir hoffentlich gleich wieder für gute Laune. Immer gut informiert mit Elsterwelle, dank Ihrer Werbung und ganz ohne Gebühren.
Macht nichts. Mach auch gerne nochmal. Hab ja noch nicht angefangen. Okay, ist gut. Was sag ich denn eigentlich? Warte mal, erst mal. Sekunde. Was? Wo sind wir? In Lichtenberg, ne? Die hat jetzt so viel von Oberlichtenau erzählt, dass ich jetzt überlegen muss. Wir sind in Lichtenberg. Die Jahreszeit, wo man an Lebkuchen denkt, aber man kann sich in Pulsnitz zu jedem... Ich bin so blöd. Was will ich eigentlich sagen? Liebe Zuschauer, hier stehe ich und weiß nicht, was ich sagen will. Feine und nicht die Großen, die eben so, ja schon... Aus! Hallo liebe Zuschauer, innerhalb unserer Sommerserie sind wir heute in Heslich. Hier ist nämlich eine Schauanlage. Nicht nur der mehr als 600! Aha, gibt's ganz viele von. Aber wir sind hier in Tetschwitz. Der Legende nach soll sie gebaut. Bei mir wird eine Eiche gebaut, nicht schlecht. Soll es eine Urkunde und eine Flasche Wein geben. Wir werden nicht danach suchen, aber da kommt ein Auto. Sich kam sie in die Erde. Der Überlieferung nach soll es zu ihren Füßen wurzeln. Die hat keine Füße. Ey, wie kann man so dämlich sein? Eine Flasche Wein mit ihr zusammen versinkt. Versinkt. Och Janine, mach's doch nie so komplimifiziert. Und zwar stehe ich deswegen hier bei den Volleyballfreunden Blau-Weiß in Hoyerswerda und neben mir steht einer der Jugendtrainer, Manfred Kranich. Manfred ist falsch. Ich habe es auch gerade, als ich das gesagt habe, ist es mir scheiße. Wolfgang, mein Gott. Ja. Warum kriege ich einen Wolfgang nicht hin? Ja. Willst du uns nicht einfach mal Highlife ein paar Grundlagen zeigen, was man so beachten sollte beim Volleyballspielen? Jetzt mit Gestik und Mimik oder? Ja, das heißt, du sagst einfach ja und dann blenden wir um. Und zwar Carmen can dance. Und Carmen's can dance. Ja, Carmen's. Was habe ich denn gesagt? Ich habe Carmen gesagt. Carmen kann auch dancen. Das haben wir bei Let's Dance gesehen. Okay, Carmen's. Carmen's can dance. Hast du gehört, Sam? Hey! Ich mach jetzt noch nur eine gerade Übung. Hä? Und dann richtig. Oh. 3, 2, 1. Und auf geht's! Mach das nochmal. Ich spiele den falschen Ton, Entschuldigung. Kamera gucken. Auch wenn ich dann wieder sage, dann geben wir uns mal ins Schwimmbecken, auch wieder in die Kamera gucken, ja? Das will ich mir merken, oder was? Ja, der musst du dir nicht merken. Heute beschäftigen wir uns mal mit einer Kampf- und Kraftsportart. Art, scheiße. und Kraftsportart beschäftigen. Dazu sitzt Robby Gosdorf. Scheiße, was soll ich nochmal sagen? Ich spreche jetzt mit dem zweiten Vorsitzenden der Yin-Yang-Schule, Karl-Heinz Schreiber. Nun, Karl-Heinz, irgendwas habe ich vergessen. Die Frage. Ja, die Frage sowieso, aber in der Anmoderation schon. Tai Chi und Qigong. Qigong. So. Ja. Das macht nichts. Das macht nichts, das ist egal. Also ich lasse bei Tai Chi und Qigong. Ja, liebe Zuschauer, Sie haben es gerade gehört. Das war unser musikalischer Einstieg in eine weitere Folge Nichts los hier, oh doch. Und an meiner Seite auf unser Interview und jetzt an meiner Seite sitzt die Chorleiterin Heike, Mist, ich habe den Nachnamen vergessen. Heike Bayer. Ja, liebe Zuschauer, das war der kleine Musik.
Die kleine, mein Gott. Die kleine musikalische. Jetzt haben Sie Deutschlehrer gesagt, jetzt bin ich verunsichert. Nein, mein Scherz. Hallo, liebe Zuschauer. Einmal jagen war das Wort. Ich würde damit einfach sagen, ich danke Ihnen für die Vorstellung und für das Interview. Nochmal. Was willst du jetzt? Gut, dann danke ich dir für die kleine Vorstellungsrunde und auch für die... So, ihr wisst. Zwölf Monate sind rum, 12 Hülsenfrucht... Scheiße. Hallo, liebe Zuschauer, ich bin heute wieder bei den Hoyerswerdern Verbraucherschützen... Hoyerswerdern? Hallo, liebe Zuschauer, ich bin heute wieder mal bei den Verbraucherschützern in Hoyerswerda. Einmal im Monat wird ja hier eine neue Hülsenfrucht vorgestellt und heute... Mann. Und die Verbraucher können gerne die genauen Zutaten und auch die Zubereitung bei uns hier mitgeben. Bei uns hier mitbekommen. Genau. Sehen Sie. So. Jetzt aber. Und welches Rezept können Sie uns da so... hier. Ja, und diesmal stehen die Spender. Liebe Zuschauer, wir haben ja bereits darüber berichtet, Osterhülsenfrucht, die Erbse. Das war jetzt blöd. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Am 15. Januar 1956 ist die BSG-Aktivist Schwarze Pumpe gegründet worden. Gestartet wurde die Betriebssportgemeinschaft in den Sektionen Fußball, Handball und Kegeln. Die Zahl der Mitglieder und der Sportarten stieg von Jahr zu Jahr. Mitte der 90er Jahre waren 2775 dort sportlich aktiv. Nach der Wende spalteten sich die Fußballer ab und starteten erst als FSV, später und das bis heute als FC Lausitz. Nach sportlichen Fehlschlägen, einer Fast-Insolvenz und vielen vereinsinternen Querelen ist der FCL heute nur noch in der Kreisliga vertreten. Aus dem großen Rest wurde der Sportclub Hoyerswerda, der auch heute noch mehr als 2000 Mitglieder hat. Das Elsterwelle Kalenderblatt. Im unteren Foyer der Hoyerswerder Lausitzhalle finden am Samstag von 9 bis 13 Uhr eine Münzen- und Sammlerbörse und in der Zeit von 10 bis 12 Uhr eine Zierfisch- und Wasserpflanzenbörse statt. In die Autohäuser Moosig wird am Samstag zum Renault-Tag eingeladen. Es gibt Sonderkonditionen und viele weitere Vorteile bei zahlreichen Modellen. Renault Moosig Autohäuser gibt es in Hoyerswerda im Industriegelände sowie in Senftenberg und Spremberg. Die VBH Grundschulliga in Hoyerswerda startet am Samstag in die nächste Runde. Im beruflichen Schulzentrum im WK 10 kämpfen die Teams der ersten bis vierten Klassen um den Sieg. Los geht's um 10 Uhr. Gäste sind gern gesehen, heißt es vom Organisationsteam. Die Freiwillige Feuerwehr Bergen veranstaltet am Samstag ab 16 Uhr das traditionelle Weihnachtsbaumbrennen auf dem Anger des Dorfes. Wer seinen Baum mitbringt, bekommt einen Glühwein gratis. Auch an den Irish Pub Black Raven in Hoyerswerda wird am Samstagabend zum Weihnachtsbaumbrennen eingeladen. Das Feuer hier lodert ab 19 Uhr. Mit dem Lausitzer Wanderverein kann man sich am Sonntag an einer heimatkundlichen Wanderung ab Langebrück beteiligen. Treff ist mit dem eigenen Pkw um 7 Uhr am Parkplatz in der Bonhoeffer Straße in Hoyerswerda. Eine musikalisch-literarische Matinee mit Texten von Heinrich Heine unter dem Motto »Heller wird es schon im Osten« findet am Sonntag im Hoyerswerda Schloss statt. Sie beginnt um 11.15 Uhr. Das Cinemotion Hoyerswerda zeigt am Sonntag neben den Filmen des regulären Programms in einer Zimo-Vorpremiere den Familienfilm Ritterrost 2. Vorstellungsbeginn ist 15 Uhr. Und innerhalb der Wintermärchenreihe der Kulturfabrik im Bürgerzentrum Braugasse 1 in Hoyerswerda präsentiert am Sonntag ein Tanztheater die Geschichte von Katie im Wunderland. Los geht's, 15.30 Uhr.
In der Nacht zum Samstag wechselnd bewölkt und örtlich Schneeschauer bei minus 1 bis minus 5 Grad. Achtung, es besteht Glättegefahr. Am Samstag leicht wechselhaft mit einzelnen Schneeschauern, zwischendurch auch etwas Sonne bei Höchstwerten zwischen 0 bis 3 Grad. Tagsüber stellenweise Matschglätte möglich, dazu weht ein mäßiger Westwind mit starken Böen. Am Sonntag und auch am Montag wolkig mit Aufheiterungen und noch leicht unbeständig mit örtlichen Schneeschauern, dabei Temperaturrückgang und vor allem nachts Glättegefahr. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Freitag, liebe Zuschauer. Das gesamte Team wünscht Ihnen jetzt ein erholsames Wochenende und dann bis nächste Woche. Der HP OfficeJet 3834 ist ein 4-in-1 Multifunktionsgerät und kostet als Jubiläumsangebot der Woche jetzt nur 66 Euro. Drucken, kopieren, faxen, scannen. Der HP OfficeJet 3834 ist ideal für den Heimgebrauch und fürs Homeoffice. Mit der neuen thermischen Tintenstrahltechnologie druckt er mit einer Geschwindigkeit von 8,5 Seiten pro Minute in Schwarz und mit 6 farbigen Seiten pro Minute. Die Verbindung mit eurem Computer ist natürlich per Kabel mit USB 2.0 möglich, aber der HP OfficeJet 3834 kann auch bequem per WLAN angesteuert werden. Mit seinen kompakten Maßen passt der HP OfficeJet 3834 zudem auch in kleinere Büros und eignet sich perfekt für den Privatgebrauch. 66 Euro für ein vielseitiges 4-in-1 Multifunktionsgerät. Das ist unser Jubiläumsangebot der Woche. Und das Beste, im Rahmen der Aktion ist neben den regulären Setup-Patronen eine zusätzliche Schwarzpatrone im Wert von 14,99 Euro enthalten. Den HP OfficeJet 3834 erhaltet ihr natürlich im Expert-Fachmarkt in eurer Nähe und online auf expert.de. Expert, immer stark beraten. In Cottbus, Hoyerswerda und Senftenberg oder unter esc-expert.de.